Das Let's Plays und im Spiel Dark Souls 2 und mit dabei Philipp Noname. Hallo Philipp! Hallo! Und hier geht's nicht. So, wir sind im DLC von The Ivory King und haben gerade diesen ersten Zwischenboss besiegt, diesen Tiger oder wie auch immer, Ava, einer der königlichen Diener. Und haben das Eisschloss schon ein bisschen erkundet. Hast du schon eine Stelle gefunden, wo du legen kannst? Bisher nicht, aber ich glaube, wir müssen eh wieder zurück. Meinst du, aber es gibt doch keinen Weg. Jetzt schon, ich habe rausgefunden, wie man das Eis entfernt. Wie zerstört man das Eis denn? Geh mal vom Leuchtfeuer aus weiter in diesen Thronsaal. Da steht so eine Erhöhung, da kannst du mit ihm sprechen. Das mache ich gerade, ja. Genau, sprich mit der bis zum Ende, dann macht sie das Eis kaputt. Ich sage nein, ja. Kannst du auch machen, ich weiß nicht, was dann passiert, ich habe einfach ja gesagt. Ist bei Dark Souls ja zu 90% eine gute Idee. Ah, hier kann ich jetzt legen, okay. Jetzt gibt's aber einige Wege, wo wir lang können, ja. Ja, aber ich kann direkt am Leuchtfeuer legen. Würde ich sagen, wir gehen dann direkt einfach zurück den Wege ab. Oh, jetzt hab ich ganz schnell gedrückt. Hier geht's ja auch noch runter, da bist du nicht lang, ne? Doch, aber da geht's dann nicht weiter. Da ist ein Ritter. Genau. Ich schätze mal, da da vier Stühle sind, wenn ich es richtig gesehen habe, wir müssen die anderen drei Ritter finden. Aha. Das kann gut sein. Einer der Bosse, habe ich gesehen, ist ein Doppelboss. Sind auch wieder zwei Hunde. Okay. Oh je, zwei von den Dingern, das wird ja lustig. Ja. Wobei das sind dann wieder zwei Stühle vielleicht. Und dann würde ich doch sagen, gehen wir doch mal los. Ich habe direkt am Leuchtfeuer gelegt. Behältnisschild. Können. Ja. Der Typ sieht zum Schießen aus. Naja. Das und Behältnisschild dann ist Feuer. Okay. Ja, jetzt gibt es ja einige Wege. Ich würde sagen, wir gehen einfach zurück und gucken uns um wieder. Genau. Ich mach nochmal schnell, bis du mich gerufen hast, den Stream an. Bei mir. Ich hoffe, ich habe gerade keinen Ton an. Ist ja nicht schlimm, kann man ja ausmachen. Naja. Oh, aber diese Hitze ist echt toll. Okay, ich habe bei mir auch mal kurz geguckt, also der Stream ist auf jeden Fall auch da, passt. Ja. So. Sieht jetzt gleich anders aus, das Tor hier vorne. Achso, du hast ja beim Tor gelegt. Das habe ich beinahe weggelaufen. Ja. So, jetzt müsste ich den Chat lesen können. So, der Ring ist auch schon drin. Ja, genau, Ring. Menschlich sollte ich eigentlich auch sein. Ja, bin ich. Aber noch sehe ich dein Symbol nicht. Okay. Nicht, weil wir hier den Boss schon besiegt haben, das wäre ja doof. Ach so, weil eigentlich dürfte das nicht sein. Weil ich weiß, dass ich, bevor ich mit der Frau gesprochen habe, hier kein Symbol legen konnte. Da ich jetzt legen kann, gehe ich davon aus, dass wir uns sehen müssten.
Ach so, ich bin beim ersten Feuer. Mit dann erklärt es, dass ich bin im Turm. Naja, aber im Turm war ja nichts weiter. Ja, aber ich dachte, wir gehen dann einfach von da aus zurück. Ach so, nö, da ist doch das hier kürzer, aber laufen wir ja den ganzen Weg. Ja, warte, zurück. Dann gehe ich zum ersten Feuer. Ach so. Ich bin gleich da. Das erklärt dann, wieso du mein Symbol nicht siehst. Ja. Sieht das lustig aus, wenn man sich gerollt hat und weiß ist. Ja, ja. Und wie das dann langsam weggeht, eben mal die Waffe und der Helm, jetzt geht alles andere. Ja, der Schnee schmilzt. Es geht momentan etwas schneller, weil es zu warm ist. Ich bin weiß. So. Aber da legt einer direkt vorm Leuchtfeuer eine Nachricht mit Leuchtfeuer voraus. Aha. Ich habe auch schon einen gesehen, hat rechts von der Truhe eine Nachricht mit links gelegt. Das ist wieder lustig. Ja. Sieht echt lustig aus, wie der Schnee langsam verschwindet. Wie gesagt, mein Symbol liegt. Ring hast du drin? Ja. Gab's hier unten eigentlich noch irgendwas? Nee, nee. Aber hier habe ich jetzt das Symbol für Boss getötet. Vielleicht kann ich deswegen nicht. Deswegen nicht. Deshalb habe ich halt gedacht im Turm, weil wir da auf jeden Fall können müssten. Ist das dieses Grau mit dem roten Strich durch? Ja. Sehe ich auch. Vielleicht müssen wir jetzt auch selber zum nächsten Feuer. Ich habe dich jetzt auch nicht gesehen, dann lass mal gucken. Ja, wie gesagt, lass mal in dem Feuer beim Turm probieren nochmal. Ja. Da hatte ich das Symbol nicht. Ja, aber ich denke nicht, dass man dann weiterlaufen kann. Lass einfach den Weg vom ersten jetzt mal laufen. Weil dann kann jeder ja auch das Zeug erstmal einsammeln, was hier war. Ja, okay. Auf geht's. Achso, den sollte ich wieder rausnehmen. Ja, das ist eine gute Idee. Wir sehen ja dann noch, wann das Symbol oben verschwindet. Mhm. Knöchel. Welchen Weg laufe ich denn mal? Na gut, so groß ist jetzt die Auswahl hier. Wir dürften jetzt die bei der Brücke hinten runterkommen, glaube ich. Naja, und vor allem kommen wir auch in dem... Ah, noch einer. An dem Weg weiter, wo diese beiden Riesen standen und die ganz vielen Truhen. Ja, wir kommen jetzt an ganz, ganz vielen Stellen weiter. Ach, die Brücke meinst du? Ja. Oh, jetzt kommt die Hexe auf mich zu. Aber ich glaube, ich habe sie gerade auch bei dem Angriffen auf den einen Feind getroffen. Ja, die Hexe, die alten Frauen greift jetzt an. Nennen sie jetzt einfach alte Frauen. Verdammt. Und ich habe schon wieder keine Ausdauer. Dauerhaft keine Ausdauer in diesem Spiel. Habe ich alle? Ja, ich habe alle. So, ich hoffe, die Hunde kommen nicht. Ach ja, hier vorne gab es jetzt auch ganz schön viele Gegner. Aber das Symbol ist auch immer noch da. Und die Hexe kommt nicht auf mich zu. Die kommen manchmal auch etwas später. Als so hinterhaltmäßig. Ein Leichenhaufen Goldfruchtbalsam. Stab. Uah! Du hast recht. Vor allem stand sie hinter mir und wollte mich mit ihrem Eisdolch erdolchen. Also lieber gleich auf sie drauf. Vor allem, wenn ich sie angreife, machen sie nichts. Oh, Stab der Gefolgsleute. Hm, hab ich auch gerade bekommen. Würde ich jetzt sagen, einmal kurz angucken. Hier sind mir ein bisschen zu viel Gegner im nächsten Gebiet. Ich glaube, ich versuche die mal mit dem Bogen zu locken. Mit dem Bogen bin ich überladen.
Ach, da musst du jetzt auch die das Feuer an dem an der Tür da, die vier Fackeln, die man anzünden muss. Ah, ja, stimmt, siehst du, da kommen wir auch lang wahrscheinlich. Ich halte es aber auch mal auf den Boden mit rein. Dann bin ich halt beladen. Hallo? Weicht. Ja, weicht gerade nicht aus, wenn ich weh drücke. Das ist doch scheiße. Wegen dem Eis? Ja. Keine Ahnung warum. Muss ich den Weg halt jetzt nochmal laufen. Verdammt, das waren so viele Seelen. Ist gestorben? Mhm. Bei dem Raum mit den vier Gegnern oder was? Ja. Ja, ich bin oben geblieben und hab's jetzt versucht zu locken. Was schon, krieg ich nächstes Mal hin. Hier, da ist auch noch eine Dings. Eine Magierin. Ha, geil. Der Gegner macht so eine Sprungattacke. Und ich habe ihn erst getroffen, bevor er mich getroffen hat. Okay. Also in der Luft quasi. Das ist mir gestern noch bei Isaac passiert. Ich hatte irgendein Item, wodurch die Gegner bei Berührung gestunt werden. Mhm. Und dann hatte ich auch noch irgendein anderes. Wenn die Gegner mir Schaden machen, kriege ich Geld. Und der Gegner wurde dann irgendwie... Ich habe irgendwie Rückkopplung bei dem manchmal. Der Gegner wurde dann gestunt. Das war ein Boss. Der hat so eine Sprungattacke auf mich drauf gemacht. Geht sogar noch cooler, erzähl ich dir gleich. Items, die machen Gegnern Schaden, wenn sie dich berühren. Also sowas wie wieder, also wie Goldbarren oder EQE. Also Gegner werden in Scheißhaufen verwandelt, wenn sie dich berühren. Oder Gegner werden in Gold verwandelt, wenn sie dich berühren. Und es gibt ein Item, wenn du 2 Sekunden in einem Raum stillstehst, kriegst du keinen Schaden. Aha. Das heißt auch kein Boss. Ja, du kriegst absolut, wie gesagt, du kriegst dann absolut den Schaden, solange du 2 Sekunden in diesem Raum bist, schaffst du still zu stehen. Und das Interessante ist, die Gegner kriegen, wenn sie dich berühren, trotzdem noch den Schaden von diesen Items. Krass. Das ist ziemlich lustig, aber es dauert ewig, weil das nicht viel Schaden ist. Naja, aber in Kombination mit anderen Items kann das schon heftig werden. Ja. Zum Beispiel die, wo sich... Es gab ja, glaube ich, eins, wo sich deine Energieleiste aufgeladen hat. Okay. Seelen habe ich wieder. So, bei der Brücke ist auch ein kleiner Turm, aber da gehe ich jetzt, glaube ich, noch nicht lang. Ich will jetzt erstmal gucken, wo so Items waren. Um die einzusammeln. Ja. Alter, das ist gerade gebackstabbt, wo sie nicht hinter mir stand. Brecher halt. Sie jetzt schnell weg. Ah, kacke, das war der doofe Raum. Mit den 1000 Gegnern. Hier will ich ungern kämpfen. Es ist auch cool, dass meine Waffe so viel Haltungsschaden macht. Alter! Jetzt haben die mich in der Ecke gedrängt. Ich kann das Spiel, glaube ich, nicht mehr. Zu viel Witcher gezockt. Vermutlich. Ey, was ist denn das? Der hat mich durch die Wand getroffen. Ach, kacke, jetzt wurde ich aber auch getroffen.
Ah, das war komisch. Eigentlich hätte ich den Gegner treffen müssen. Hm, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich switch jetzt. Ah, das ist vor allem so eine blöde Position, wo ich jetzt gestorben bin. Jetzt darf ich den ganzen Weg wieder laufen. Ich glaube, ich switch jetzt mal doch auf die. Auf das Rauchritter-Großschwert. Ist zwar schwächer. Aber größer. Also länger, Reichweite. Ja. Ach scheiße, ich kann ja gar nicht zum zweiten Feuer gehen, weil dann komme ich nicht mehr an meine Seele ran, weil wir ja dafür runtergesprungen sind. Das hasse, dass Gegner einen durch Wände angreifen kann und man selbst bleibt bei jeder kleinen Wand mit seinem Schwert hängen. Seit wann ist Dark Souls denn fair? Das wäre irgendwie. Ja, wobei Teil 1 war schon das angeht, noch richtig fair. Ja, krass. Aber leicht beschwerlich, die Waffe. Bei jedem Gegner gleich viel Schaden. Und dass sie auch einfach alle schießen können. Alle sind auch gleichzeitig Magier. Ja. Und schon wieder wurde ich durch die Wand durchgetroffen. Verhindert sich. Oh, Reparaturpulver, schön. Hm, 3 Stück oder so, ja. Ja, kann man immer gebrauchen. Habe ich aber bisher eigentlich selten benutzt, weil ich meistens immer Waffe wechsle. Ja, ich brauche das eigentlich nie, weil ich immer den Knöchelring drin habe. Naja, gut, es gibt ja auch so Situationen, wo man in irgendwas reintritt, was dann plötzlich alles kaputt macht. Ja, ein oder zwei Mal brauchte ich bisher. So ist aber wie gesagt, es schadet nie, das Ding dabei zu haben, um einfach mal vor einem Boss seine Waffe nochmal hochzuheilen oder sowas. Weil ich habe auch nicht so viele dabei, beziehungsweise ich habe recht viele dabei, aber nicht so viele, die ich effektiv benutzen kann. Oh, ich habe das Schwert der Eisritter bekommen. Cool. Ja, ich flog weg. Ja gut, das ist nicht so gut, aber sieht gut aus. Das Handling mit der Waffe ist aber seltsam jetzt. Ah, das ist cool. Du kannst mit der Waffe den Eissplitter abschießen. Wo? Cool. Mit Spezialangriff. Das finde ich cool. Der ist auch zielsuchend. Wir machen hier jetzt das Eissplitter-Schießduell.
Kannst du denn damit gut zielen? Wie gesagt, die Dinger sind Zielsuchen, man muss nur ungefähr in die Richtung. Ich bin jetzt nochmal ganz kurz in den Turm reingegangen, bei der Brücke. Weil ich nur mal kurz gucken will, ob hier vielleicht gleich ein Feuer ist oder so, damit ich mir den Weg ein bisschen spare, wenn man wieder stirbt. Okay. Ah, hier sind Gegner. Sehr komische Gegner. Wie gesagt, es gibt ja jetzt eben mehrere Ecken, wo wir lang können. Oh, sie können nicht rein. Das sind quasi Eisratten oder sowas. Mit einem Eispanzer auf dem Rücken und ich hab's nicht geschafft, die gerade anzugreifen. Und wenn die rollen, sind sie quasi so. Oh, wie meine Kamera gerade rumspackt. Naja. So, dann gehe ich auch mal in den Turm an der Brücke reingucken. Also ich bin schnell wieder raus, also pass auf da, die sind stark. Also zumindest wenn du Pech hast. Timing-mäßig. So, fahr mal runter. Ich will auch die Waffe haben. Hast bestimmt eine Geschicklichkeitswaffe, oder? Es ist so eine. Es ist keine gute Waffe. Ah ja, ich sehe das. Aber die sind one, wenn du sie triffst. Ja, das habe ich mir schon gedacht, aber ich hatte irgendwie Pech. Vom Timing her. Ah, verdammt. So, ich habe ihn gesehen, wie hier. Ja, aber Schaden machen die das zu Recht. Vor allem diese auch Hexen, die machen immer die. Die sind super langsam. Außer sie rennen auf deinen Rücken zu. Ach ja, hier oben in dem Dingsturm war ja auch noch ein Item. Da lagen drei Kisten, hab ich schon wieder fast vergessen. Quasi noch überall Items, glaube ich. So, ich schieße jetzt einfach mit dem Bogen weg, die. Igel. Ja, weil sie nicht reingehen in den Turm, ja. Nee. Göttlicher Segen zweimal. Oh ja, das Ding ist praktisch. Zwillingsklinge des Zauberers. Okay. Zwillingsklinge sind ja cool, aber ich fürchte, der ist für ein, vom Namen her ist das Ding für ein Magier. Ja, denke ich auch. Und ein Seelengefäß war noch drin. Der letzte. Da, okay. Das sieht doch aus wie ein. Ach ne, das war der Stab. Oh, der Stab der Gefolgsleute, das ist aber auch cool, ja? Magie. Okay, ja, wie gesagt, ich bin keine Magier, also. Ja, ja, ne, von den Effekten her. Finsternis, Angriff und Magie. Und Zwillingsklingen hat Magie und auch Finsternis. Das ist quasi die schwache Form davon. Die Einhänderform davon. Ruhig bleiben und dann Leuchtfeuer. Das klingt gut. Gut, hab das Lust. Ist da eins, ja? Also, laut der Nachricht, die gerade auf dem Boden war, ja. Ich hab's aber noch nicht gefunden, weil ich jetzt gerade sehr, 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 sehr defensiv nach vorne bin. Ah! Okay, dann gucke ich auch noch mal kurz runter. Bin ich gerade noch der scheiß Eisratte ausgewichen. Okay. Irgendein Arsch invasiert mich gerade. Kacke. Ein NPC, aber. Also glaube ich zumindest. Wieso, wie heißt er? Hexer Nikolai. Ja, okay. Oh, scheiße. Der steht da oben. Einfach umpusten gehen. Ah, da ist ein Eismagier. Oder sowas. Das war ja wohl vorhersehbar. Nein, nicht der Hexer Nikolai. Hier ist noch ein Gegner, der kam gerade in deiner Ecke hervor. Sieht aus wie so ein Baum. So, ich hab die Ratten endlich.
Ja, wie gesagt, die sind wanted, wenn du sie erwischst. Ja, ne, ich hab's aus dem Hinterhalt mit dem Bogen gemacht. Aber schwören kann man sie unten immer noch nicht. Och, der steht da oben und schleudert seine Blitzspeere auf mich. Ah! Das ist halt. Ich bin der Meinung gewesen, ich hätte ihn getroffen, aber irgendwie. Doch nicht. Ich kann nicht, kann verstecken. Trinken. Hat der unendlich Blitzspeere oder was? Jetzt hab ich dich. Okay, freies Feld, jetzt bin ich bestimmt da, wo gleich Invasion war. Ja. Ja, halt sich der Arsch. Und darauf bezogen ist die Waffe. Boah, er steht direkt vor mir. Ich hab ihn gebackstabbt. Ja, der fällt irgendwann einfach von oben runter. Ich hab ihn. Ja, bei mir steht er unten. Glücklicherweise. Ah, gut. Ja, bei mir stand der irgendwann unten dann. Später. Ach, da oben, den meinst du. Man erkennt ihn recht leicht. Das ist, ja. Rot, das ist der so rot leuchtet. Oh, da oben steht noch ein Magier. Kann ihn nicht. Doch, ich kann ihn vergiften. Bei mir schießt schneller Pfeile. Geil. Als er Blitze geschossen hat. Und jetzt ist er auch noch runtergeknallt und eh vergiftet. Ich hab ihn also fast. Ach, der kann sich heilen. Ja, ich weiß. Boah. Ah, nein. Ich hab einfach die Dachelfiechern übersehen. Ja. Ist bei mir auch gerade ganz episch auf mich zugerollt. Da oben ist noch so ein Baumtyp, ja. Mach halt vor allem auch. Ah, noch ist noch ein. Ah! Fuck! Wir machen halt Schaden. Da sind sogar noch zwei Baumtypen. Oh, ich sehe gerade, ich habe keine Flakons mehr. Ja, ich auch nicht. Aber hier ist eine Tür. Ja, ich hab's ja auch gesehen und rechts. Öffnet sich nicht. Scheiße. Ih, das sind Fernsuchdinger. Öffnet sich nicht von dieser Seite. Dieses, öffnet sich vielleicht das riesige Tor. Nee, da muss man wohl einen Schalter für drücken. Habe ich auch nicht anders erwartet. Jetzt so halb auf der Leiter hängend mal ein bisschen umgucken. Nein, das sieht alles gut aus, okay. Muss man überall gucken, wo diese scheiß Igelhasen hatten. Also die Baumviecher lassen sich übrigens vergiften. Oh ja, das ist egal, die sind gut, wenn ich da rangehe. Ja, aber es sind ja auch genug oben, in die du nicht rankommst. Hä? Da ist eine Leiter. Ja, aber ehe du da hochgehst, ich wurde hier gerade von drei Seiten beschossen. So, bei mir sind da welche runtergefallen, ganz gut. Ich stand dann richtig bei mir unten. So, hier ist die Leiter und hier ist das große Tor, was du meintest. Ja, hier geht's rein. Da gehe ich jetzt sicherheitshalber mal noch nicht. 60.000 Seelen schon wieder. 102.000, weil ich die Seelen noch nicht ausgegeben. Ich habe mir Sorgen gemacht, nicht leveln zu können, damit wir nicht aus der Range gehen. Und dann ist es doch von dieser Seelen. Ja, ich mir auch. Wie gesagt, müssen sie von Teil 1 aus geändert haben. Ich weiß nicht, ob ich hab das Leuchtfeuer. So, was haben wir hier? Perfekt. Blitzsteine. Wenn du zurückgehst, da wo du reingegangen bist. Quasi. Nur oben. Was ist da? Da ist das Leuchtfeuer. Ach, die machen noch oh, hier ist ein Ritter. Schaden, die Baum. Wo? Ach, das ist einer von diesen Geistern, glaube ich. Okay. Ich bin nur noch zum Turm gerade rein. Ah, ich weiß, welcher direkt bei der ja, Kiste da bin war. Ich noch nicht rein. Mit einem schönen Turmschild und einer Lanze. Ah, der macht Gesten oder so, der kämpft irgendwie nicht. Als ob es ein anderer Spieler wäre. Ich wette, dass Dark Souls ist, der greift sich an, sobald dran ihm vorbei. Jetzt rennt er weg. Das ist Dark Souls. Der wird dich sowas von hinten angreifen.
Nee, nee, ich hab ihn ja angegriffen. Ah, und dann ist er weggerannt, okay. Aber der hält übelst viel aus. Aua, und er hat eine krasse Kombo mit seiner Lanze. Oh, und ich hatte ja keine Steine mehr. Wie gesagt, du hättest nicht in den Turm reingehen, sondern wieder raus und dann im anderen, da ging es nämlich zum Leuchtfeuer. Ja, ich mache jetzt nur noch den Gegner und dann... Ja, wir können uns nicht leiden, ist wie ich. Ah, hier in dem Turm kann ich dich aber auf jeden Fall wieder beschwören, scheinbar. Auch bei mir nicht. Ha, Backstab zum zweiten Mal. Boah, und hat immer noch... Doch, hat gereicht diesmal. Also der hat weit über 3000 Leben gehabt. Rennt der weg? Hier kann man auch drauf. Das ist nichts. Magiestein. Kann er sich unsichtbar machen? Ah, hier ist das Feuer, okay. Aber bevor wir uns ist hier der beim... verschwunden? Wer denn? Das Tor ist jetzt offen. Der Lanzentyp. Achso, der rennt weg. Der irgendwie nach oben. Ja, der ist nach oben weggerannt und jetzt ist er bei mir komplett weg. Na, da gibt's ja viele Wege oben. Also ich habe jetzt das Feuer, ich gehe aber noch mal kurz nach oben, weil ich gerne die Items einsammeln will. Aber ich sehe gerade, sobald ich das Feuer eingesammelt habe, ist der Dings verschwunden. Ich kann dich also wieder beschwören. Auch oben. Bei mir ist das Ding aber noch weg. Da meine ich. Achso, vielleicht wird es mir nicht angezeigt, weil ich gerade sowieso nicht menschlich bin. Das kann durchaus sein. Okay, du kommst dann in so eine voll fette Christ. Ja, ich denke, da geht's dann weiter. Natürlich geht's dann. Also ich würde mal darauf wetten, dass es hier im Boss gibt. Ich nehme mal schnell sich. Ah! Der ist gerade plötzlich hinter mir aufgetaucht, der Landtyp. Ich weiß nicht woher, aber. Dass ich rechtzeitig hab auftauchen können. Oh, na klar. Ey, das kann nicht wahr sein. Was ist denn? Ich bin gestorben, aber ganz krass. Also, voll unfair. Ah, fuck, ich auch. Ich hätte den Gegner wieder fast besiegt. Aber nein, dann hat natürlich die Statue meinen Schlag abgehalten. Oh, ich hatte den Seelenring drin. Ich habe den eigentlich reingenommen, glaube ich. Was ist das? Stimmt, das hatte ich ja beim letzten Mal auch. Nein, ich hatte natürlich den Seelenring nicht drin, weil ich mich schon verklickt habe. Na gut, dann nehmen wir ihn jetzt rein. Zerbricht er eigentlich auch, wenn ich eine Hülle bin? Keine Ahnung. Nein! Oh. Ich bin gerade wieder hoch, ich will halt meine Seelen holen. Und laufe zum Fahrstuhl, aber der Fahrstuhl ist ja noch oben, weil ich ja letztens hochgefahren bin. Und war schon auf der Kante und bin dann rübergesprungen. Also ich bin nicht runtergefallen. Gut. So, jetzt schnell rein in die Höhle. Meine Seelen wiederholen. Da folgt mich irgendwas. Ach genau, ich wollte den Ring gerade wechseln, da hat der versucht mich zu backstabben. Und ich habe mir gedacht, sicherheitshalber, ich wechsle den Ring dann doch nicht, sondern konzentriere mich auf den Kamm. Da will ich wahrscheinlich nicht zu kommen. Hier kommt doch definitiv ein Boss. Kann das sein? Ich bin hier schon einfach. Ah. Ach. Ja. Gut. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Wieder einen alten Boss recycelt. Ich glaube aber diesmal zählt er nicht als Boss, sondern nur als fettes Monster.
Haben sie bei dir vermutlich einfach nur Leben und Schaden hochgehauen. Dass der mich nicht gesehen hat. So, ich bin jetzt in dem Raum oben mit den vier Gegnern und dem Hund. Weil ich ja noch rüber will, um mir noch die Items zu holen, die jetzt durch das Eis weg erreichbar sind. Ja, das mache ich glaube ich auch erstmal. Aber da gab es so viele Fragen. Nein, das probiere ich später, glaube ich. Also, ich weiß jetzt erstmal nach Majula. Wie viel hast du? 110.000. Ich bin noch bei 70. Aber ich hatte auch nichts, als ich das Spiel gestartet habe. Nee, du hast ja, ich wollte gerade sagen, du hast die Boss-Seelen ja auch ausgegeben. Ja. Ja, weil ich mir halt dachte, nee, ich esse die nicht, weil ich ja dann noch mehr Level-Distanz dazwischen habe. Verdammt! Ich muss mir noch eine sichere. Ich muss heute noch einkaufen, wir haben kein Eis mehr im Haus. Es ist Sonntag. Verdammt, wo krieg ich denn jetzt Eis her? Tiefgefahr. Jetzt wieder leer. Ah, muss ich gucken. Die Eisdielen haben bestimmt offen. Überlebe ich den Tag heute nicht. Einzige Frage ist, wie komme ich ohne Hitzschlag zu sterben zur Eisdiele? Ice to go wäre gut, ja. So Eislieferdienste meine ich. Ja. In der Stadt geht das ja sogar noch, aber ich muss 3 Kilometer ins nächste Dorf fahren. Oh. Mit dem Fahrrad würde ich mich umbringen, mit dem Auto auch, weil schwarz in der Garage steht. Im Kaffer steht. Der hat ein durchsichtiges Dach, das geht auch nicht. Das ist ja witzig. Erinnerst du dich noch bei der Stelle, wo diese, wo die Fackel war? Mhm. Da war doch so eine komische Mumie, die sich ganz komisch bewegt hatte. Ja. Die hat eine Fackel in der Hand. Die macht sie vielleicht dann doch gefährlich. Die war ja nicht an, weil der Sturm her war. Ja. Ja, wollte ich gar nicht sagen. Aber mit der Fackel ist jetzt vielleicht doch eigentlich. Dann würde ich ja Gegner, wenn man schaden kann. Okay. Ich weiß eigentlich nicht. So. Bosswaffe, was gibt's denn da noch? Ein Dolch, aber was will ich mir bieten? Ach stimmt, der war relativ klein, ja. Aber es kommt nicht auf die Größe drauf an. Ja, aber das skaliert doch nicht gut. Das war wahrscheinlich eine Anlehnung an die Witches, die hier rumlaufen. Nee, ich bin gerade beim Boss-Seelenhändler. Ja, ja, ich weiß. Und dieser Dolch ist vielleicht eine Anlehnung an diese Witches, meine ich. Ja, aber der Boss ist ja, der Dolch ist ja von einem ganz anderen Boss. Wo war das andere? Zeldora, wo ist denn Zeldora jetzt hier? So. Ich gucke mal, was passiert, wenn ich hier die Fackeln benutze. Wo sind meine Schmetterlinge? Da. Ich rate mal, die Tür geht auf. So, ich habe zumindest jetzt noch einen größeren Gegner gefunden. Ich weiß nur leider nicht, ob wir den zusammen machen können. Oh, der hat was fallen lassen. Oder Stein, okay. Wer hat's gedacht, die Tür geht auf? Wow, ich bin so gut. Leuchtfeuer voraus, okay. Oh, und hier ist fetter 2 Klingengegner. Und ich sterbe. Das Ding kaufe ich mir jetzt einfach. Das war so ein Typ hier mit 2 Oberkörpern und je 2 Armen und 2 Waffen. Nehmen. Ach, die Dehnwache. Ach ja, genau, Dehnwache. Habe ich eigentlich inzwischen den Rauchritter besiegt auf dem Spiel? Ich meine, dass ich nicht. Nee, ich glaube nicht, dass ich gerade das Ding machen kann. 80.000 Seelen. Mich gern, kann ja noch ein bisschen leveln, einfach so aus Spaß.
Ja, ist doch okay. Ja, für irgendwas muss ich mit den Seelen ja machen. Darf ich nochmal an der Kackstelle vorbei, Manu? Ich wollte mir eigentlich nur noch das Leuchtfeuer schnappen, bevor ich dann das Gebiet erkunde. Beziehungsweise, das hätte ich ja dann mit dir erkundet. Wie gesagt, bei mir war das Menschlichkeitsdings noch da, also... Ich weiß halt nicht mehr, wo ich Hülle bin. Ich gehe jetzt erstmal da, wo die ganzen... Riesen war? Eingefroren waren und alles, gehe ich jetzt erstmal die Riesen, glaube ich. Da kommt man so leicht hin. Ah, fuck, jetzt bin ich tot. Und damit auch meine 70.000 Seelen. Oder 80 waren es, glaube ich, fast. Das ist manchmal einfach zu viel. Aber das heißt, ich beam mich jetzt auch zum inneren Wall, war das, glaube ich. Mhm. Das dritte Leuchtfeuer. Ja. Mich ist natürlich noch interessiert, ob die riesen Gegner sind. Du bist vergiftet. So, man kann die Riesen auch. Okay, die Riesen wachen da auf, wenn man da Seelen reinpackt. Und sie sehen sehr feindlich aus. Ja. Ja, die machen ordentlich Schaden. Aber das geht. Oh, die droppen Menschenbilder, yes. Wie bist du da so schnell rein? Achso, die Seele meintest du. Ja. Halt, wenn du einen Gegner, der in die getötet. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob die Respawn ist. Interessant. Alter, ein Pfeil macht 50 Schaden. Kriegt er die Serie? Ja, ich krieg die Serie schon. Ah! Ob da sich noch irgendein Gegner von sonst rum. Okay, dafür sind sie sehr langsam. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob die viel Schaden machen. Ich will mich nicht unbedingt treffen lassen. Du wirst doch, nö, die machen nicht wirklich viel. Also, zumindest die eine Attacke, die ich gerade abbekommen habe. Komisches Geräusch gab es, als sie gestorben sind. Kann ich nicht beurteilen, ich habe den Ton immer noch aus. Wie so ein Glockenklingen. Ach, bitte. So, jetzt gucken wir doch mal in die erste. So. Ah, scheiße! Scheiße, es war eine Mimik. Ah Gott, das Kotzen. Ich hab so lange kein Dark Souls mehr gespielt, das hätte ich gewusst, dass ich testen muss. Na gut, das gucke ich mittlerweile meistens. Ja, ich hab sonst auch immer nur, jetzt hab ich das mal vergessen, weil ich lange nicht mehr geguckt habe. Welche von beiden war Mimik? Linke. Also die näher am Eingang. Hm. Aua, der Riese hat mich gerade zertreten. Und das hat auch gut Schaden gemacht. So ein Drittel meiner Lebenspunkte, also 600 oder sowas. Autsch, ja. Du hast mehr als die Hälfte. Aber ich war auch nicht auf vollen Lebenspunkten, also.
Ach ja, in dem einen Raum gab es ja auch noch ganz viele. So, was haben wir denn in der anderen? Glitzerndes Titanit und versteinerte Drachenknochen. Geil. Symbol der Habgier. Eine Rüstung von der Mimik. Den Helm, um genau zu sein. Das dürfte der Mimik-Helm aus Teil 1 sein. Aber es war... Du verlierst dauerhaft Lebenspunkte, dafür ist die Chance, dass Sachen droppen, deutlich erhöht oder so. Aber es sah aus wie ein Dings, das Symbol eigentlich. Wie eine Rüstung, da ist es Tatsache. Sehen Absorption und Finden von Gegenständen, senkt langsam TP. Ernsthaft? Was denn? Ja, der hat mir gerade irgendwie mehr Schaden reingehauen, als er sollte. Aber egal. Sag mal, Beutefund findet man nicht mehr im Menü, oder was? Nee. Im zweiten Teil? Habe ich bisher noch gar nicht drauf geachtet. Gab's im ersten, glaube ich, auch nicht im Ding. Doch, da gab's irgendwas mit Beutefund, hieß es, glaube ich, sogar direkt. Okay. Das habe ich, glaube ich, gar nicht mehr installiert, weiß ich gar nicht. Nö, ich habe es auch dann runtergehauen. Ich habe es ja einmal dort. Nein, ich habe es gar nicht runtergehauen. Es ist ja automatisch runtergeflogen, als ich... Rechner neu gemacht habe, also einen neuen hattest. Ja, als ich die neue Festplatte einbauen musste. War ja nicht freiwillig. Oh. Hier ist ein richtiger Raum mit Riesen. Wie mache ich denn das jetzt am günstigsten? Arschiger Arsch. Weil wenn du da hochgehst bei den Riesen, da waren ja drei Riesen nebeneinander und da sind auch drei Gegner, die musst du alle mittig killen. Ich hab's geschafft, aber dann hat mich noch ein Magiestrahl getroffen. Und die normalen mit der Panzerung, die töte ich meistens so, dass ich... Vor allem, ich habe gerade Menschlichkeit gegessen. Dass ich einen Schlag annehme, dafür aber drei auf ihn setzen kann. Ja, das habe ich gerade versucht. Weise hat der eine Schlag irgendwie drei Drittel meines Lebens abgezogen, was er sonst nicht tut, und hat mich damit direkt getötet. Da habe ich mich halt wirklich verkalkuliert. So, ich muss jetzt mal Menschlichkeit nehmen auch. Ich hab pariert. Hä? Der hat durch die Wand durchgezaubert, durch den Material. Ja, das ist mir da unten auch schon noch passiert. Jetzt sind wir ja auch mal beide am Losen. Pavel, my fat friend, sagt Isaac Pavel. Isaac Pavel wahrscheinlich. Also durch den ersten Raum kann man durchrennen. Achso, ja, ich habe ja die Truhen noch nicht. Ja. Du sagst mir, dass der weit genug von dem entfernt steht, dass er den nicht auslöst. Ja, perfekt. Man erkennt, was die Mimik ist. Man erkennt es sogar sehr leicht. Wenn du dir mal die Truhen im Vergleich anguckst, ist die Mimik viel heller. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Und die Mimik boost voll. Wenn ich am Anfang einmal meine Sonderattacke reinhaue, verliert die. Ach scheiße, die Mimik kriegt jetzt einen Riesen auf. Kriegt die Mimik schon 90% ihres Lebens weg. Die Gegner sind mies, die umziehen dann noch richtig. Ja? Erinnert mich eher an Teil 1 als an Teil 2. Wobei, Teil 3 habe ich eher so das Gefühl, dass die Schwierigkeit nicht aus der Stärke der Gegner, sondern eher aus ihrer Masse entsteht. Oh, da zaubert er durch die Riesen durch. In Teil 1 waren es noch mehrere Gegner, waren es weniger Gegner, die dafür aber mehr konnten. Ah, fuck, ey. Immer ganz viele.
Vor allem, man muss wahrscheinlich auch alle Riesen töten, um an diese Kiste ranzukommen. Also die Kiste ist übel, um an die ranzukommen. Schon zweimal verreckt jetzt deswegen. Ich hab den ersten Raum jetzt gerade komplett geschafft. Man kriegt gut Seelen dabei. Nicht, wenn man ständig stirbt. Wenn man sie wieder, wieder aufzuheben und geht das. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier vielleicht irgendwas mit Bogen machen kann. Ah ne, ich kann den ersten schon mal runterziehen. Ich kann die ersten drei. Vor allem ist es halt schwer, zwei zu töten. Was sagst du? Wer? Das halte ich für ein Gerücht. Fick dich! Geschafft. So, wie mache ich das jetzt? Den darf ich nicht töten, damit ich in die Kiste noch ankomme. Da kommst du aber runter. Ja, du darfst nicht finden. Du darfst nicht. So, du musst einen der Riesen umbringen. Ach, man muss alle umbringen. Oder mindestens zwei. Kann man nicht eventuell mit dem. Verdammt, das hat er mich erwischt. Kann man nicht eventuell, das wäre noch eine Idee, das versuche ich jetzt mal mit dem einen Riesen den anderen. Das habe ich auch schon überlegt, aber ich bezweifle, dass das geht. Wir sind frei. Deswegen war, deswegen lassen sich die Gegner, ich habe mir gedacht, ja, ist ja leicht, die Gegner lassen sich ja problemlos wegziehen, aber es geht, kannst mit dem einen Riesen den anderen triggern. Gut. Kannst du dem Riesen schon Schaden machen, bevor er überhaupt aufmacht? Dass er mich in der Ecke sitzt. Scheiße! Er hat noch einen Millimeter leben. Tatsache, ja. Okay, dann weiß ich aber jetzt, wie ich das machen muss. Der Raum ist trotzdem krass. Durch den ersten Raum, hast du gesagt, kann man durchrennen. Ja. Muss nur vier Geschossen ausweichen, aber es geht eigentlich. Alter, voll der Upper Keep oder ich weiß nicht, wie die Attacke heißt. Wo er einfach unten haut und man schön wegfliegt. Na los. Das Ding haben wir. Ich bin beim letzten Riesen. Nein, der hat mich in die Hand genommen. Macht nicht so viel Schaden. Also nicht viel mehr Schaden als der Tritt. Aber er hat danach auch gleich eine Attacke gemacht, was ganz schön böse ist. Okay, das kenne ich nicht. Das hat er bei mir nicht gemacht. Also, wäre ich jetzt nicht ausgewichen, dann hätte er mich gleich danach wieder getroffen. So, jetzt ziehen wir mal die Nahkämpfer hier runter. Hallo, Nahkämpfer. Der. Oh, ich hab ihn. Dam, 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 dam. Mimik. Das wär's. Geschwungenes Nil-Großschwert. Das klingt interessant. AC ist es. Hat Standardschaden 200. Das heißt, die Waffe werde tödlicher, je weiter ihr Gebieter reißt. 0,0001% mehr Schaden für zurückgelegte Kilometer. Keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Das müsste man, glaube ich, googeln. Ich muss mir jetzt mal das gerade Elfenbeinschwert an. Ah, Deutsch? Okay. Ja. Wobei, das ist ja gar nicht mal so. So kurz ist der ja gar nicht mal. That's what she said. Du musst mal mit dem zuschlagen.
Ich hatte ihn, glaube ich, einmal gesprungen, aber er sah schon sehr kurz aus. Wie gesagt, da kommt dann so Energie, wenn du, schlägst. Naja. Interessant. Oh, hier ist noch ein anderer Raum. Habe ich den einen Riesen aktiviert? Ja. Du kannst den Riesen Schaden machen, wenn sie noch nicht aktiviert sind. Ja. Kannst du die nicht alle, das heißt du weißt eigentlich, dass du sie schon direkt kaputt machen kannst. Musst du sie ja gar nicht aufwecken. Wie, nicht aufgeweckt, kriegen die auch schon Schaden? Ja, hab ich gerade gesagt. Aua, in your face. Kannst sie also kaputt machen, ohne sie aufzuwecken. Ich dachte, du meinst, in dem Moment, wo sie aufwachen, kann man schon Schaden nee, machen. Während sie noch nicht auf. Der mich zu sehen. Ich habe mich einfach daneben. Ich habe das gerade festgestellt, als ich scheiße, jetzt hat er mich gerade. Dachte ich, würde ihn noch erwischen, bevor er die Attacke macht. Aber ich lebe noch. Gut. Oh, ich habe jetzt ein Tor gefunden oben. Hier ist wieder ein Ritter auf einem Thron. Ja, das ist gut. Das müssen die Ritter sein, die wir unten brauchen, glaube ich. Er steht auf. Ich kann ihn nicht angreifen. Okay, er verschwindet. Ein Ritter aus Elidenlois sucht das Chaos. Ja, das dürften die Dinger sein. Dieses Großschwert sieht aber auch cool aus. Scheinbare Wand voraus. Vorsicht, Loch. Krass. Flammenschmetterling 3. Ach, da kann ich jetzt bestimmt runterspringen und komme direkt zum Feuer. Nee, es ist ein anderer Weg. Aha. So, will ich nach oben oder will ich hier? Ach, hier war vorher Eis. Hier geht's jetzt weiter. Wo meinst du? In dem schwierigen Raum. Wenn du nicht die Treppe hoch. Abkürzung. Ist ja witzig. Okay, ich gehe jetzt trotzdem erstmal hoch. Direkt über uns, über dem Raum mit dem Riesen, mit den drei Riesen und der Kiste. Ja. Ist der Tigerboss gewesen. Ja. Da dann brauche ich jetzt aber nicht. Alter, was sind das für Ritter? Ich hab Angst. Alter. Oh, ich kann sie backtappen zum Glück. Und er ist wounded, gebacktappt. Hier geht's wieder hoch. Oh mein Gott, das ist so riesig. Und ich habe keine Flagge. Oh, und er hat mich schon wieder durch die Wand getroffen, wie ich sowas hasse. Oh, na klar. Und ich treffe nicht. Obwohl ich direkt auf ihn draufschlage. Hä? Ja, super. Jetzt habe ich mich gerade mit einer Ausweichrolle in den Gegner wieder reingebackt. Mir vorhin beim Boss schon einmal passiert. Das ist scheiße, wenn man dann gar nicht mehr ausweichen kann. Feuerklauenring. Den nehme ich doch jetzt auch mal rein, weil das müsste doch einer von denen sein, die Feuerschaden machen. Yeah. Erhöht Feuerschaden. Das heißt, wenn ich keinen Feuerschaden mache, mache ich damit auch keinen, oder was? Ja. Du kriegst einfach nur für jeden Feuerschaden, den du machst, einen Bonus. Schade. Ist vermutlich sinnvoll für Pyromanten, also Leute wie mich, die gerade mit einer Feuerwaffe rumrennen. Ah, aber das kann ich nehmen. Ich habe ja diese eine Keule, mit der ich im PvP... Ach, krass, der wirft sein Speer. Im PvP du kannst ja auch... ich dürfte auch deinen Feuerschaden verstärken, wenn du ein volles Feuerharz drauf machst, glaube ich. Achso, das kann natürlich sein, ja. Aua, krasse Attacke. Hat so auf dem Boden so einen Strahl gemacht. Das Eis. Oh, warum müssen die beide gleich schnell sein? Ich komme nicht dazu wegzurennen.
So, jetzt habe ich das erreicht. Na, schön, offensichtlich Secret angucken. Ah! Ach, das ist die Abkürzung zum übers Leuchtfeuer. Ah, okay. Hm. Aber von da kommst du halt auch woanders hin noch. Ja, ja, mach ich gleich. Ich will jetzt nur erst mit den Ritter noch abholen. Und dann Freund von. So, da kann ich wieder runterspringen. Hallo Ritterchen. Sinnlos. So, da gibt's ja auch noch eine Treppe nach oben. Führt das irgendwo hin? Das ist die Abkürzung zum Feuer. Also zum Boss. Ah, okay. Ah, zu dem Feuer, okay. Ja, ich zwischen dem ersten hin. Und Kardinalsturm oder wie auch immer es hieß. Zweiköpfiger Großbogen. Cool. Klingt zumindest cool, so dann setze ich mich erstmal kurz. Ein Stärke-Modifikator auf einem Bogen. Ist ja auch witzig. Ja, weil es groß. Es gibt noch einen anderen, den Drachenreiterbogen. Das ist auch einer der besten Bögen im Spiel, glaube ich. Ja, aber ich habe halt keinen Bock auf Drachengroßpfeile, weil die brauchen immer so lange. Nee, das ist ein normaler Bogen. Achso. Das ist eine Bosswaffe, Drachenreiterbogen oder sowas. Da brauchst du halt noch eine Drachenreiterseele. Aber da müsstest du eigentlich genug haben. Die gab es nämlich zweimal. So, ich glaube, das Feuer habe ich jetzt fertig, was Items angeht. Okay. Das heißt, ich gucke mir mal das zweite an und dann können wir weiter. Ich glaube, wir müssen einfach jetzt gerade rumrennen, diese drei Ritter finden, beziehungsweise jetzt ja nur noch zwei. Und dann kommt der Endboss. Aber dann gibt es bestimmt, was ist denn mit dem Doppelboss, den du meintest? Den muss es ja auch noch irgendwo geben. Ach, das sind die Ritter. Die so cool ihren Speer werfen. Hä? Aua, fährt manchmal Zauber ab, das ist doch ganz also, cool eigentlich. Also muss ich sagen, Gegnerdesign ist bei Dark Souls immer mega cool. So, ich bin jetzt wie gesagt zum zweiten Feuer mal. Ich bin tot. Du bist tot? Ich bin gerade gestorben, ja. Woran denn? Ja, er hat sehr getroffen. Ey! Nur schlecht ausgewichen mit dem Timing. Alter, war das. Ich ist immer noch knapp. Ja, das ist scheiß Hexen, die nerven jetzt ein bisschen. Ich habe gerade den Gegner bekämpft. Und dann hat mich so eine Hexe gebacktappt. Das wird heute auch lustig. Wir grillen. Das wird schön warm. Boah, was tut er? Ja. Ich ärgere mich immer noch über Freitag, das war so scheiße. Da gehen wir in mein Lieblingsrestaurant, weil ich ja Abi-Entlassung Gottesdienst hatte. Oh, Entlassung. Ja, also Zeugnisvergabe etc. Ja, ja, das klingt schon besser als Abi-Entlassung. Und dann fange ich mit der jungen Scheiße Hitschlag ein, dass ich nichts mehr essen kann. Das war so ärgerlich. Was ist das? Ich könnte ja eigentlich. Das mache ich, wenn ich nächstes Mal tot bin oder so. Mal schauen, was mir jetzt das Dings bringt. Also diese eine Waffe, die ich gerade gefunden habe. Das hier. Ja, das würde mich auch interessieren. Das ist zwar nichts für mich, weil es eine Stärkungsmodifikator hat, aber es sieht cool aus. Also ist es doch. Stimmt, ich habe vergessen, dass du ja immer nur nach Optik entscheidest. Na, 90 Cent, aber. Oh, cool! Cool, cool. Ich habe gerade das Schild von diesen Rittern bekommen. Cool. Ey, du kriegst gerade übelst viel Zeug. Das ist sogar voll gut. Es hat auf. Zauber 90%, auf Feuer 90%, auf Blitz 90%, auf Finsternis 90%, auf Gift nur 80%, auf Blutung 80%, auf Versteinerung 80%, auf Verfluchung 80%, aber leider auf Körperliches nur 65%. Okay. Das ist, gegen Magier ist das cool. Ja, hast mich überredet, ich habe den Dingsring reingenommen.
sieht auch noch gut aus. Ja, wobei ich Gegner finde ich den auch. Wie gesagt, Gegnerdesign finde ich bei Dark Souls mega cool. Hm. So, ich bin jetzt ja, hier über diese. Hast du was Neues von deinem Final Fantasy von dem Final Fantasy 7 Remake gehört? Soll ja jetzt kein richtiger Scheiße, der hat mich schon wieder getötet. Soll ja jetzt doch kein richtiges Remake sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Echt? Weil ja, ne, soll ja abgewandelt werden teilweise im System, oder? Ja, Kampfsystem und so muss ja adaptiert werden, denke ich mal, aber. Ja, muss man sehen. In Story und so gleich bleiben. Da muss ich mal gucken. Ich fand ja das andere HD-Remake fand ich ein bisschen verarsche. Ja, ja, war ja auch nicht HD, aber es war trotzdem cool als Fan. Ja, ja, ich hab's ja auch, ich hab's auch angespielt, glaube ich. Ich weiß ja nicht, wieso ich das auch gehört hatte. Ich glaube, das war. Katana-Rüstung. Ja, ich hatte mir das draufgespielt und dann ist mein Dings. Dann war die Festplatte weg und hatte keine Lust, es neu zu installieren oder sowas. Ich bin jetzt gerade oben bei dem ersten großen Tor, wo wir hoch sind, wo die Geister waren. Titanic-Scholle. Ja. Da war ja auch ein Raum mit 5 Kisten und einer Mimik. Ja, da muss ich auch nochmal umgehen. Ich will jetzt aber erstmal das hier an dem, wo man runterspringen kann, fertig kriegen. Da sterbe ich gerade immer an den zwei großen weißen Rittern. Nee, aber wie gesagt, dieses HD-Remake war ja nicht wirklich irgendwie hübschere Grafik oder so. Das war wirklich die alte Grafik, wo sie bei den Charakteren HD-Auflösung freigeschaltet haben und bei der Schrift. Wo aber der Hintergrund auch noch in der alten Auflösung war. Bei Final Fantasy jetzt? Ja, bei dem Final Fantasy 7 Remake. Hätte ich mir sogar, glaube ich, für billigeres Geld das Original holen können. Okay, ja, das stimmt. Naja gut, okay, aber es war durch Steam auf Steam spielbar und deine Saves waren online, das war zum Beispiel cool. Ja, das stimmt. Achievements und so, wer drauf steht. Ja. Ne, wie gesagt, ich hätte halt tatsächlich mir dann das Originalspiel für die PS1 irgendwo nochmal holen können. Alter! Er hat mich aufgespießt, obwohl ich pariert habe. Ja, ich glaube, diese Sonderattacke mit Aufschlägen. Ha! Bin ich gut. Lauf fast! Dings bei den zwei Weißen. Warte, ich kann gerade nicht reden. Oh, Entschuldigung, ja. Oh, knappe Sache. Ach ja, da war ja oben auch noch dieses Dings. Hey, wo ist denn der andere jetzt hin? Achso, der ist hochgegangen. Dieses Item, wo man hier die Wahrheitskugeln reinstecken konnte. Ach, oh, habe ich das. Da geht dann bestimmt auch nur eine Wand auf, wodurch man dann hier zu dem Feuer kommt, denke ich mal. Ach, das sehe ich ja. Okay. Oh, du Wichser. Rechts runter. Hey! Du gemein zu mir. Ja, du spießt mich einfach auf, vor allem stand ich ewig weit weg und habe ich trotzdem aufspießen können. Jetzt habe ich ihn. Schwert in den Po. Fuck. So, hier sollten jetzt ja keine Gegner mehr sein. Ich will noch diese eine Truhe haben. Welche denn? Die oben mit den drei Riesen? Nein, die habe ich nicht. Die, wenn du bei den. Da runterspringst du bei den zwei Rittern. Da, ja. Wenn du da durchgehst. Wenn du da durchgehst, dann nochmal runterspringst, dann ist da ja noch eine Truhe. Die will ich. Da war der Großbogen, glaube ich, drin. Okay. Ja, Dorgos Hut war oben. Ich hätte echt gedacht, man kommt hier zu dem Dings. Zu dem anderen Feuer. Hm. Warte, Dorgos Hut. Ich glaube, der letzte Boss, den ich in diesem Spiel schaffen werde und machen werde, ist der Rauchritt. Na gut, erhöht Reichweite von Pfeilen. Aha. Na gut, das ist cool. Kann man als Schütze bestimmt gebrauchen. So, ich stoppe mal kurz den Stream.